Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Torren, wo wir jetzt dann hier im Abgrund angekommen sind und... Oh, verdammt. Nein. Ja, ich kann nicht eckig zeichnen. Ah, geht da wieder sehr gut los. Ah, jetzt habe ich mich dran gewöhnt. Ja, ich würde sagen, minimal gekleckert, oder? Ich hoffe, er macht mir jetzt keinen Strich, weil ich die Ecke da oben nicht habe. Sand. Yes. Ich habe auf dich gewartet, mein Kind. Jetzt hier im Abgrund führt dich niemand mehr. Du musst selbst wählen. Du kannst festhalten, was einst war, oder du kannst dieses Leben loslassen und die Ewigkeit ergreifen. Oh, müssen wir jetzt entscheiden, was... Oh Gott. Oh mein Gott, ich sehe nichts. Ich glaube, das ist auch so gewollt. Da hinten ist... Das läuft... Oh ja, sehr gut. Immer wenn es blitzt, sehen wir kurz was. Oh Mann, ein Blitz bitte. Da geht's nicht lang. Hier vielleicht, ja. Was ist denn das? Wovor stehen wir denn gerade? okay, hier müssen wir ein Symbol machen. Wie nett. Jetzt sehen wir nicht mal mehr das Symbol. Ah. Ja, zeichnen im Dunkeln, weil wenn wenigstens unser Sand leuchten würde. Hallo? Verdammt! Nein! Hier hinten war, glaube ich, irgendwas. Ah, sehr gut. Am Ende, wie schon etliche Male zuvor, erlangte Solidor echte Erkenntnis und stürzte sich in den Abgrund. Anscheinend haben wir jetzt das erste Teil und brauchen zwei. Oh, 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 oh. Dann denke ich doch mal, dass wir auf die andere Seite jetzt noch müssen. Ah, da vorne. Ihr habt es gerade gesehen. Okay, also wir wissen, das war ungefähr ein Dreieck. Ach komm. Ah, perfekt. Wo fehlt jetzt das letzte Stück noch? Einmal bitte Licht machen. Mann. Ja, komm. Oh, ich glaube, unten in der Ecke, oder? Nein. Hat es jetzt ernsthaft aufgehört? Verdammt. Ich wüsste zu gerne, wo jetzt noch ein Stückchen hier fehlt. Oh Gott, jetzt habe ich mich total verlaufen. Was ist denn das? Nein. Ach komm, das ist so gemein. Das hier im Dunkeln ist wirklich... Vor
allem, uns fehlt nur noch so ein kleiner... Ach Gott. Ich weiß, was du dir wünschst. Der Blick in den Abgrund weckt die Erinnerung an ihn. Du folgst der himmlischen Brücke auf der Suche nach der Sonne, um ihn zu begrüßen. In jedem deiner Leben folgst du ihm. Und jetzt? Haben wir jetzt irgendwie einen Weg erschaffen? Okay, hier vorne, das haben wir. Ah, hier nach unten geht noch ein Weg. Oh nein. Vielleicht sollte ich erstmal kurz den ersten Blitz abwarten. Mal schauen. Oh Gott, es ist wieder ein Dreieck. Yay. Am Rande des Abgrunds erblickte der Ritter Solidor den schwarzen Turm. Im Inneren lauerte die Schatten der Toten, die sich verzweifelt an ihre Vergangenheit klammern. Okay, wir haben es. Oder haben wir das jetzt immer noch nicht ganz damit? Was war das hier? War da auf der anderen Seite auch noch was? Ah, sehr gut. Ich kann dich nicht begleiten, ich bin nur ein Schatten. Ich kann dich nicht ins Licht führen, sondern dich nur an die Dunkelheit erinnern. Haben wir das jetzt geschafft? Jetzt bloß vorsichtig. Nicht, dass wir das alles nochmal machen müssen. Wow. Das ist jetzt schon gar nicht mehr so hell und freundlich, wie es am Anfang war. Okay, was meint er damit? Oh, wir sind wieder draußen. Okay. Hier ist jetzt alles voller Blut. Oh, und sie, ihr geht's immer noch nicht besonders gut. Wo müssen wir jetzt hin? Im Frühjahr bist du gesprossen, im Sommer und Herbst bist du gewachsen. Und nun, am Ende des Winters, wirst du blühen. Dies sind deine letzten Augenblicke als Mensch, Moonchild. Verbrenne unseren Vertrag und sei frei. Und jetzt? Oh, oh, oh. Okay. Er brennt, und jetzt? Müssen wir ihn vielleicht brennend halten? Sind dafür diese ganzen Fackeln hier? Oh, und wir kommen immer weiter nach oben. So langsam dürften wir doch eigentlich oben angekommen sein.
Oh nein. Hätte ich jetzt oben drauf bleiben sollen? Oh Mist. Und hier brennt alles gar nicht mehr. Mist. Ich glaube nicht, dass... Oh Gott, ich hoffe, wir erfrieren jetzt nicht. Was? Oh nein. Ich hab's befürchtet. Okay. Ich bin mal gespannt, wo wir jetzt wieder rauskommen. Okay, wieder hier. Und brennt unser Vertrag? Nein, er brennt nicht. Okay. Das heißt, oh, da vorne war was. Da vorne war Feuer. Okay. Oh, 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 oh. Oh Gott. Jetzt ganz runterfallen, das wäre fatal. Jetzt schnell nicht, dass die Fackel ausgeht. Oder der Vertrag, besser gesagt. Okay. Und weiter nach oben. Der Vertrag wieder aus. Schnell. Oh, oh, falsche Richtung. Ich hoffe, wir kommen noch rechtzeitig hoch, bevor unsere Flamme ausgeht. Mist. Aber hier drüben brennt sie. Das sieht mir schon ganz stark nach der Spitze aus, wo wir jetzt hier langsam sind. Wird es dann immer schwieriger. Wir müssen hier, glaube ich... Uha! Wie können wir das hier entzünden? So, kommen wir jetzt wieder zurück? Oh nein. Ja. Oh, auf welcher Höhe... Auf welcher Etage... Ah, gut, wir sind wieder auf dieser Etage. Ah, und ich sehe, es geht weiter nach oben. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir hier außen... Ich laufe immer in die falsche Richtung. Was war das? Wie... Wir haben hier echt Glück, dass der Vertrag so lange brennt. Oh nein, er ist ausgegangen. Verdammt. Vor allem, dass er nicht abbrennt. Puh. Es ist immer noch nicht die Spitze erreicht. Oder doch? Das sieht doch jetzt sogar richtig gut aus danach. Komme ich hier irgendwie runter? Verdammt, ich muss mich beeilen. Oh Gott, schnell. Nein, 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 nein. Oh, verdammt.
Nein. Wir sind erfroren. Schon wieder. Ah, wir sind wieder hier rausgekommen. So. Okay, jetzt brennt hier alles außen rum. Ah, dahinter geht's lang. Aber wie kommen wir dahinter? Wir müssen hier gucken, ob wir hier irgendwo... Ah, da. Sehr gut. Und ich sehe, wir können hier auch auf der Rückseite immer... Oh. Oh nein. Und jetzt? Die machen es uns nicht leichter. Immer schnell mal neues Feuer holen. Jetzt bloß nicht ausgehen. Ach Gott. Ja, mein Feind, die Kameraperspektive. Okay, aber... Die Fackeln brennen. Das heißt, wir müssen noch eine Etage höher, als es eben aussah. Okay, jetzt riskiere ich auch mal ein bisschen mehr. Okay. Es ist nicht bei jeder direkt wieder anzünden, aber hier muss es einfach sein. So. Jetzt schnell nach oben. Ich glaube, die hält nicht mehr lange, die Fackel. Ah, gut. Okay. Oh Gott, wo sind wir jetzt? Sieht wieder aus wie der Abgrund von eben.
Jetzt sind sie alle gefüllt. Heißt das jetzt, dass wir jetzt den Drachen erst wirklich besiegen können? Aber da ist er doch schon... Oh nein. Ah, wir müssen ihm Deckung geben. Und er gibt uns Deckung gegen den Wind, alles klar. Okay, wir können ihm keinen Schaden zufügen. Okay. Warum läuft er denn nicht? Zur nächsten Stufe. Noch weiter der Weg. Oh, Wind. Wir sollten immer leicht vor ihm laufen. Verdammt, nein! Was ist das hier? Ah, sehr gut, wir können uns hier auch festhalten. Ich denke mal, wir müssen das da reinschieben. Was? Aber... Oh nein. Okay, gut, nein. So, und jetzt drauf zu. Aber wir müssen ihn schützen. Schnell. So, jetzt aber. Verdammt! Was? Verdammt, was mache ich da falsch? Ich muss ihm irgendwie helfen. Aber wie? Vielleicht muss... Ah, doch, ich weiß es. Ich sehe es, glaube ich. Ich muss diese Statue hier umschmeißen.
brauchen auch ein neues. Oh oh. Nein, es zählte nicht. Okay, sehr gut, aber das hier zählte doch noch. Nein, wir müssen es erreichen. Nein. Diesmal beschützen wir ihn. Verdammt. Okay, jetzt schnell. Jetzt schnell decken. So. Ich vermute, dass wir gleich das noch nach vorne ziehen müssen. Ja, da ist eine Lücke entstanden, okay. Na warte, da hinten ist dein Ende. Deckung! Schnell, schnell! Halt das doch. Warum hältst du es denn nicht? Ich drück doch auf X. Oh Mann. Aber jetzt haben wir es gleich. Warum schiebt sie das denn nicht? Also wirklich, also manchmal ist die Steuerung hier wirklich unterirdisch. Oder müssen wir das ziehen? Ach, anscheinend. Nein, das kann ja nicht sein. Steh auf, schnell! Jetzt aber. Oh nein. Schnell lauf. Wow. Und jetzt haben wir ihn. Oh Gott, doch noch ein letztes Mal. Das war's mit dem Drachen. Aber wir sind auch nur noch alleine. Oh, wir verändern uns zurück.
Soll ich wirklich weiterlaufen? Der Zutritt zur himmlischen Brücke ist nun geschlossen. Die Zeit nimmt wieder ihren Lauf von Licht und Dunkelheit auf. Für einen kurzen Augenblick trifft am Horizont der Tag auf die Nacht und der Mond kehrt endlich nach Hause zurück. Soweit mit Torren. Wirklich ein mystisches Ende. Schreibt mir einfach in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ich fand es wirklich ein schön gemachtes Spiel. An vielen Stellen musste man wirklich mehrmals überlegen, was damit gemeint ist. Und dann sehen wir uns in einem anderen Spiel wieder, wenn ihr mögt. Also dann, ciao, ciao.